mir tropft die ganze Scheiße ins Gesicht hier. Wahnsinn. Ja, Mahlzeit, schön, dass ihr da seid. Heute habe ich hier was ganz Schönes. Und zwar habe ich hier ein BMW 525 Modell E12 aus Baujahr Ende der 70er. Ein ganz feines Teil. Also es ist der erste Fünfer. Also es ist der allererste Fünfer, der auf den Markt kam. Das war der Nachfolger vom neuen Modell. Also das neue Modell war im Prinzip der Vorgänger des heutigen Fünfers. Und das ist einer der ersten Generationen dieser Fünfer. Und hier müssen wir ein paar Dinge mal machen. Das Auto ist jetzt schon über 40 Jahre alt. Von daher steht halt ab und zu auch mal ein bisschen was an. Der Wagen ist an sich sehr gepflegt, hat nicht viel gelaufen. Ziemlich rostfrei auch die ganze Geschichte hier. Und zwar müssen wir aber folgende Sachen hier machen. Bei der Hauptuntersuchung wurde bemängelt, dass im Auspuff ein Loch ist. Das heißt, wir müssen den Endschalldämpfer auf jeden Fall einmal tauschen. Außerdem werden wir einmal die Luftfilter wechseln. Der hat nämlich zwei Stück. Und jetzt haben wir nämlich das Problem von... Jetzt haben wir das Problem hier, über Nacht hat der Wagen keinen Kupplungsdruck mehr. Das heißt, wir können die Kupplung durchtreten ohne Widerstand. Das ist irgendwie ziemlich komisch, weil er am Vorabend noch vernünftig lief. Man ist damit noch gefahren und jetzt auf einmal bewegt er sich keinen Meter mehr. Die Vermutung ist natürlich irgendwo zwischen Geber- und Nehmerzylinder. In der Region, das heißt, wahrscheinlich ist er da irgendwo undicht, vermute ich einfach mal. Und das werden wir auf jeden Fall auch noch in Angriff nehmen. Und wie gesagt, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir tauschen jetzt erstmal die Luftfilter, weil wir jetzt erstmal hier vorne dran sind. Und gucken uns dann mal an, wie der von unten ausschaut. Und dann muss ich mal gucken, ob wir jetzt erstmal den Auspuff machen oder uns um das Kupplungsproblem kümmern. Wie gesagt, Motor machen wir mal auf. Geht nämlich bei dem Fahrzeug nach vorne. So, dann haben wir hier schon den Luftfilterkasten, sehr gut zugänglich die ganze Geschichte. Ist ein rein Sechszylinder mit Doppelvergaser, deswegen hat er hier auch zwei Luftfilter oben drauf. Die lassen sich ganz einfach austauschen. Wir öffnen hier einfach nur die Klammern einmal drumherum. Zack, zack, zack. Alles an der Seite. Deckel ab. Luftfilter parat. So, das sind die Luftfilter. Sehen auch nicht mehr so ganz so frisch aus. Die würde ich sagen, schmeißen wir einmal weg und setzen direkt schon mal die neuen ein. Hier haben wir schon mal so einen neuen Luftfilter. Sieht doch alles viel schöner aus. Hier haben wir schon den zweiten. Der kommt auch hier drauf. Und damit hätten wir eigentlich das schon erledigt. Das ist tatsächlich ziemlich einfach bei dem Fahrzeug. Wir müssen halt nur darauf achten, dass der hier vernünftig in der Führung sitzt. Dass er dann auch nach oben hin vernünftig abdichten kann. Einmal noch ein bisschen ausrichten, die ganze Sache hier. Zack, dann kann auch schon der Deckel wieder drauf. So, und einmal wieder zumachen. So, und dann wird das schon mal erledigt. Ja, an sich ein sehr schöner Motor, muss ich sagen. Hört sich auch gut an, wenn er läuft. Ja, das ist wie gesagt ein Vergasermotor, also nicht so wie die aktuellen Systeme, Einspritzer, Direkteinspritzer, sondern wirklich halt Vergasertechnik. Was Vergasertechnik ist, brauche ich wahrscheinlich keinem erklären. Sind natürlich ein bisschen wartungsanfälliger, die ganzen Fahrzeuge hier, besonders mit so einem Doppelvergaser.
wenn die Einstellung von so einem Vergaser nicht mehr ganz korrekt ist, dann läuft der Wagen nicht mehr so rund und dann ist es natürlich immer ein bisschen aufwendiger, hier den Vergaser wieder vernünftig einzustellen, da wir ja beide gleich einstellen müssen. Das ja, funktioniert natürlich am besten mit dem Motortester dann auch. Ja, aber der Wagen läuft an sich vernünftig, von daher werde ich da nichts machen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter, heben das Auto einmal an und gucken uns mal an, wie das so von unten aussieht und ob wir sehen, wo die Bremsflüssigkeit ausläuft fürs Kupplungspedal, beziehungsweise ob es da irgendwo eine Undichtigkeit gibt. Nicht, dass es ins Getriebe läuft oder so. Hoffen wir einfach mal, dass es auf dem Boden liegt. Dann können wir es ziemlich einfach diagnostizieren. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind jetzt unterm Auto gerade. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir jetzt herausfinden, wo die Undichtigkeit ist. Ich würde sagen, wir bewegen uns mal weiter Richtung Getriebe. Und gucken mal, ob da irgendwas ist. So, hier auf der Kamera sehe ich jetzt das Getriebe. Ich muss einmal an der Seite dran vorbei. So, gucken. Und zwar ist hier der Schlauch vom Bremsflüssigkeitsbehälter, weil die Hydraulik für das Getriebe und die Bremse ist die gleiche. Das ist hier der Schlauch. Also hier hängen auch so ein paar Tropfen schon dran. Das ist dann natürlich die Frage, ob das das ist oder nicht. Was ist das hier? Das ist eine Leitung. So, weil hier scheint jetzt erstmal nichts undicht zu sein. Das scheint wirklich hier irgendwo vom Schlauch zu kommen. Ich glaube, ich würde das jetzt so machen. Ich fülle oben jetzt einfach nochmal Bremsflüssigkeit nach. Und dann gucken wir mal, wo das dann runterläuft. Weil ohne das jetzt alles zu zerlegen, hier können wir das eh nicht diagnostizieren. Ich vermute mal, dass es hier der Schlauch sein wird. Aber ich sag mal, wir gehen mal auf Nummer sicher. Und ich füll mal von oben ein bisschen was nach. So, ich habe jetzt einmal Bremsflüssigkeit auch aufgefüllt. Ja, man sieht jetzt nicht so wirklich viel. Also eigentlich gar nichts. Ich würde sagen, ich öffne mal hier hinten den Entlüfternippel und trete ein paar Mal die Kupplung, damit da vielleicht dann die ganze Luft, die jetzt da drin ist, einmal rauskommt. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ding wieder auf Druck bekommen und dann eventuell sehen, wo es eigentlich auch herkommt. Dafür nehmen wir uns einen 7er Ringschlüssel. Wir müssen hier oben dran. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Und dann müssen wir mit dem 7er Ringschlüssel hier oben auf die Entlüfterschraube und die einmal lösen. Also nicht zu viel. So eine halbe Umdrehung reicht vollkommen aus. Und dann gehen wir jetzt nochmal nach oben, drücken ein paar Mal die Kupplung und hoffen, dass da jetzt gleich mal was rauskommt auch. Also da tut sich ja irgendwo was. Sollen wir die ganze Zeit hier schmatzen hören? Ich würde sagen, wir drehen die Entlüfterschraube hier so ein bisschen zu. So. Machen das gleich jetzt einfach nochmal. So. Dann drehen wir jetzt mal wieder hier zu. Zack. So, jetzt ziehe ich auf jeden Fall wieder zu. Und jetzt gucken wir, ob wir das Gleiche nochmal mit Druck hinbekommen. Und jetzt müsste ja dann, wenn da was undicht ist, das auch sofort zu sehen sein. So, jetzt kann man erkennen, hier tropft es runter. Genau hier. Ja, wobei, das war auch eine ziemlich amateurhafte Aktion jetzt gerade.
Das Problem ist, um die Kupplung vernünftig zu entlüften, muss einer pumpen, der andere muss es halt am Ventil öffnen. Und während der eine pumpt, muss der andere das danach wieder zumachen. Weil sobald ich nämlich oben das Kupplungspedal loslasse, zieht er sich über den Anschluss natürlich wieder Luft rein. Und dann ist es alles nicht so geil. Es ist ein bisschen besser, keine Ahnung, ne? Müsste er eigentlich. Aber die Luft ist ja trotzdem irgendwo noch ein bisschen im System. Wir versuchen jetzt trotzdem einfach mal, ob wir die Kupplung jetzt getrennt bekommen, ob wir jetzt einen Gang auch reinkriegen. Ansonsten muss ich mal schauen, muss ich erstmal anderweitig weitermachen, am Auspuff oder so. Und werden erstmal nochmal jemanden besorgen, der mich hier ein bisschen hilft. Aber so kommen wir auf jeden Fall nicht ans gewünschte Ziel. So, also das mit der Kupplung funktioniert leider noch nicht. Ist alles ein bisschen blöd, ich muss mal halt irgendwie jemanden besorgen, der da mir irgendwie ein bisschen hilft. Aber ich vermute mal, dass es der Nehmerzylinder sein wird, der da undicht ist. Dann müssten wir den einmal austauschen. Ich werde mir jetzt mal was überlegen. Und ja, wenn es weitergeht, sehen wir uns gleich. So, meine Freunde, es geht weiter. Und zwar folgendes jetzt mit dem Nehmerzylinder. Ich habe jetzt einen neuen Nehmerzylinder bestellt. Und auch einen neuen Geberzylinder, denn beide Sachen sind nicht wirklich teuer und auf jeden Fall günstiger als das Getriebe auszubauen. Also auf jeden Fall zeitsparender als das Getriebe auszubauen. Deswegen habe ich gesagt, gut, wir bestellen jetzt einmal Nehmerzylinder und Geberzylinder, tauschen beides aus, um einfach auf Nummer sicher auch zu gehen. Bei dem alten Fahrzeug kann man das auch machen. Das spielt jetzt, ja, sollte halt Geld nicht die übergeordnete Rolle spielen, wenn man so ein Auto halt hat. Ist natürlich irgendwie ein altes Schätzchen, das soll natürlich irgendwie einen gewissen Werterhalt auch erhalten, einen guten Wartungszustand auch irgendwo haben. Deswegen tauschen wir beides aus. Die Teile sind jetzt da, das sind jetzt ein paar Tage halt vergangen. Und wie gesagt, wir machen jetzt weiter, bauen beide Sachen aus, bauen die neuen Teile wieder ein. Entlüften das ganze System dann einmal. Dafür habe ich mir vom Schrauber einmal so ein Bremsflüssigkeitsgerät ausgeliehen, weil ich selber keins habe. Danke an Schrauber erstmal. Und wie gesagt, das werden wir dann im Anschluss machen. Und dann müssen wir gucken, der Auspuff muss auch noch getauscht werden. Da ist ja ein Loch drin. Das werden wir danach in Angriff nehmen. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. So, hier sieht man den Nehmerzylinder. Da. Ja, mir tropft die ganze Scheiße ins Gesicht hier. Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall müssen wir die Schrauben hier lösen. Eine hier unten, eine da oben. Dann müssen wir den Schlauch hier einmal wegmachen. Aber das mache ich, glaube ich, gleich oben. Erstmal schrauben wir die beiden Schrauben raus. Und gehen dann nach oben, ziehen den Eimer hier komplett durch mit dem Schlauch. Und werden dann den Eimer gegen den neuen austauschen. Mal gucken, was für eine Schlüsselweite ist. Sieht aus wie 13. So, eine ist raus. Mal gucken, wie wir da oben dran kommen. Ja, da sieht man schon ganz gut, der ist jetzt schon lose und da tropft mir die ganze Suppe schon in den Ärmel. Also man sieht jetzt ganz gut, wie das hier schon runter tropft am Nehmerzylinder. Ich versuche meinen Arm da irgendwie so wegzuhalten, damit mich das hier nicht vollsaftet alles. Sollte man übrigens nicht als Handlotion nutzen, sowas. Bremsflüssigkeit ist nicht so ganz gesund für die Haut. Die Mechaniker unter uns wissen, wovon ich spreche. So, guckend. So. Zack. Und da ist er. So sieht er aus. Man sieht hier,
Das ist alles voll mit Bremsflüssigkeit, das läuft jetzt richtig schon raus. Das heißt, der ist wirklich undicht. Ja, ich würde sagen, den ziehen wir jetzt mal nach oben. Obwohl, ich kann halt auch hier unten machen. Die Überwurfmutter muss gelöst werden. Die hier ja, einmal rausschrauben und dann wieder einsetzen, die ganze Geschichte. Ist das hier, müsste jetzt 10 sein. So, nehmen wir uns unseren 11er Maul hier und lösen den einmal. Macht das mehr Sinn, den einmal kurz wieder reinzusetzen. So. Jetzt ist auf jeden Fall los. Und wir können den eigentlich schon hier so per Hand schön rausschrauben. Jetzt läuft natürlich die Bremsflüssigkeit aus, ist aber halb so wild. Wir gehen jetzt einmal nach oben. Beziehungsweise nicht nach oben. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich den jetzt hier? Naja, Überraschung. Der neue ist schon da. Da jetzt muss man einmal hier diese gelbe Tülle rausholen. Und dann kann der Schlauch direkt wieder hier rein. So, und dann die ganze Geschichte hier wieder festziehen. So. Und dann können wir den Zylinder hier wieder reinstecken. Hier an diesem, dieser Leitung vorbei. So. So gucken, dass wir ihn hier nicht richtig reingreift. So, dann springt er uns wenigstens nicht mehr raus. Wo ist die zweite Mutter hier? Beziehungsweise, wir ziehen den schon mal an, damit er sich schon mal ran drückt so ein bisschen. Gucken, ob wir die zweite Mutter hier dran bekommen. Das ist nämlich ziemlich fummelig hier oben. Okay. So, alles fest. Jetzt einmal den Geberzylinder austauschen und dann entlüften wir einmal das System. So, da wo der blaue Schlauch hinführt, da ist der Geberzylinder. Den müssen wir aber, glaube ich, vorher einmal Kupplungspedal aushebeln. Und dann können wir den von hier vorne einmal lösen. Ich gucke mal. Ja, das sieht gut aus. Da sind zwei Schrauben auf jeden Fall. Die müssen wir einmal dann lösen und dann können wir das Ding einmal rausziehen. So, wir sind jetzt im Innenraum. Da seht ihr ganz schön das Kupplungspedal. Und zwar müssen wir jetzt hier diese Mutter einmal entfernen, weil der Nehmerzylinder hier hinten ist nämlich dort eingehangen. Deswegen würde ich sagen, lösen wir das Ganze hier jetzt einmal. Gucken, ob das geht. Oh, ein bisschen Gewalt hier. So, ist gelöst. Zack. Sehe ich, da dreht sich was mit auf der Seite. Das heißt, hier einmal gegenhalten. So, dann ist das hier alles gelöst und dann sieht man schon hier, der Geberzylinder ist frei. Jetzt können wir am Motorraum einmal weitermachen. So, jetzt haben wir hier unten zwei 13er Schrauben, die müssen wir jetzt einmal lösen. So, wie komme ich da unten am besten dran? So, jetzt sind die schon mal gelöst. Und dann kann ich die einmal in einer kleinen Knarre, das ist ein bisschen angenehmer, einmal lösen. Da kriege ich die vielleicht so raus. Ach komm, ich kriege die auch per Hand schon raus.
So, und dann können wir den einfach hier so rausziehen. So, und da können wir den schön sehen. Hier unten müssen wir jetzt einmal wieder rausschrauben. Den Schlauch müssen wir einmal umstecken und dann wieder die ganze Geschichte einbauen. So, einmal lösen. So, dann haben wir den schon in der Hand. Den Schlauch jetzt noch einmal abmachen. Den ziehen wir einfach nur raus, der ist nur reingesteckt. So, dann nehmen wir uns mal unseren neuen Zylinder, schrauben hier die Leitung wieder ein. So, das haben wir dann auch schon mal geklärt. Jetzt müssen wir ihn da irgendwie wieder reinfummeln und dann stecken wir gleich den Schlauch hier wieder drauf. Aber wie gesagt, erstmal fummeln wir den hier unten wieder ein. So, ihr könnt vorher, müsst ihr schauen, wie das Pedal sitzt. Dann könnt ihr nämlich diese ganze Kolbenstange hier noch ein bisschen rein und raus drehen und dann hier mit dieser Mutter fixieren. Das müsst ihr dann einmal gucken, wie es aussieht, ob das soweit passt. Ob die Schraube hier durchpasst. Gucken wir mal, ja. Zack. Die Kontermutter hier nach hinten drehen. Andere Mutter hier wieder drauf und dann die ganze Geschichte einfach wieder festziehen. So, und jetzt müssen wir einmal wieder das Unterauto unten am Nehmerzylinder entlüften. Am Geberzylinder müssen wir nicht entlüften, weil das ist ja, das spült sich durch, so gesehen, und geht dann halt direkt in den Nehmerzylinder und von da aus können wir das einmal ja entlüften halt. So, dazu haben wir, wie gesagt, hier so ein Gerät, da ist Bremsflüssigkeit drin, da geht ein Schlauch entlang, geht auf den Bremsflüssigkeitsbehälter. Da machen wir jetzt einfach mal ein bisschen Druck drauf. Ne, ich denke mal so, erstmal ein Bar sollte vollkommen reichen. Und wenn wir ein Bar erreicht haben, dann können wir auch unters Auto gehen. Jetzt haben wir etwas über ein Bar. Wie gesagt, jetzt gehen wir einmal runter. Da habe ich jetzt hier noch so eine Flasche hier. Die schließen wir mit dem Schlauch dann einmal unten an. So, ich habe hier die Flasche. Ich versuche jetzt erstmal den Schlauch hier oben drauf zu setzen. So, der Schlauch ist drauf. Jetzt lösen wir hier einmal. Wie wir sehen, läuft das da schon schön durch. Und sobald keine Bläschen mehr zu sehen sind, machen wir wieder zu. So, das ist alles wieder zu, dann kommt hier so ein Nippel wieder drauf und damit haben wir das ganze System entlüftet. So, dann schauen wir uns mal unser Kupplungspedal an. Und zwar hatten wir vorhin das Problem gehabt, dass es einfach runtergefallen ist. Boah, jetzt haben wir richtig schön Druck auf der Kupplung. Das heißt, einmal zusammenbauen und gucken, ob wir die Gänge wieder reinbekommen. So, einmal der große Test hier. Wie gesagt, alles zusammengebaut. Jetzt schalten wir einmal durch,
Beziehungsweise wir starten einmal den Motor dafür. Ah, der läuft noch ein bisschen unrund. Der stand jetzt ein paar Tage wieder. Dann gucken wir mal. Rückwärtsgang. Rückwärtsgang geht. Sehr gut. Mal neu. Dann schauen wir, ob wir die ganzen Gänge jetzt einfach so durchkriegen. Erster, zweiter, dritter, vierter. Ja, vierter. 1, 2, 3, 4. Fünften hat er nicht. Der hat nur vier Gänge. Aber funktioniert. Ich bin zufrieden. Dup, dup, dup. Das ist da. Da unten müssen wir jetzt nochmal zusammenbauen gleich. Gänge. Rückwärtsgang. Jetzt den ersten Gang nehmen. Oh, fällt er wirklich nach vorne. Rückwärtsgang. Ja. Also geht auf jeden Fall alles. Ich bin sehr zufrieden. Weiter geht's. Auspuff. Ja, da machen wir jetzt weiter. Jetzt hinten am Fahrzeug. Auspuff. Auspuff, Auspuff, Auspuff. Der neue liegt da schon unten. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir versuchen jetzt da irgendwie mal rauszureißen. Ich habe jetzt noch nicht genau drunter geguckt. Ich habe den jetzt nur eben angebockt. Muss ich mal selber kurz schauen, wie das alles aussieht hier. So, da ist der Endschalldämpfer. Ist da hinten mit so einer U-Schelle befestigt. Die werden wir jetzt als erstes auch einfach mal lösen. Gucken, wie die aussieht, weil ich sehe das von hier noch nicht, ob die jetzt wirklich extrem gammelig ist oder nicht. Ich hoffe, das wird jetzt kein zu großer Akt. Aber wie gesagt, ein bisschen WD-40 drauf. Dann aber kurz einwirken lassen und dann versuchen wir das mal loszuschrauben. Wenn ich das jetzt von hier gut erkennen kann, würde ich sagen, das ist jetzt 13er Schlüsselweite. Ich bereite jetzt einfach mal alles vor. Und ja. Dann legen wir auch einfach direkt mal los. So, dann lösen wir den jetzt einfach mal hier an. Ja, das sieht alles ziemlich gut aus. Scheint nicht abzureißen, die Geschichte. So. Ist gelöst. Das sieht natürlich alles irgendwie ein bisschen rostig aus. Ja, das wird auf jeden Fall lustig gleich. Hier sieht man übrigens den defekten Endtopf. Da. Schön großes Loch drin. Also da wurde mal vorher kurz versucht, mit Gangam irgendwas zu machen. Aber hat von 12 bis mittags gehalten, so ungefähr. So, was wir jetzt machen werden, ist den Auspuff aus den Gummis zu hängen, vorne wie hinten, so dass das alles mal ein bisschen lose ist. Und dann versuchen wir mal mit Drehbewegungen den Auspuff irgendwie zu lösen. Wenn ich mir jetzt den Anschluss da ansehe zwischen Endschalldämpfer und dem Mittelschalldämpferrohr, könnte das dezent zu Problemen führen, weil das alles ziemlich festgegammelt aussieht. Da werden wir uns mal gleich mal so einen großen Hämmerchen nehmen und das Ding mal versuchen, dann da raus zu hämmern wahrscheinlich. Aber ja, ich hänge den jetzt erstmal aus und dann schauen wir uns mal an, wie weit wir kommen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den hier rausgehangen bekommen. Dafür drücke ich den jetzt einfach mal ein bisschen hoch, den Endtopf. Ach ja, das war recht easy. Dann haben wir das hier hinten schon mal geklärt. Jetzt sitze ich hier hin und kann mir mal den Übergang hier auch angucken.
Ja, vielleicht haben wir Glück und ist nicht so ganz arg angerostet. Jetzt gucken wir mal vorne. So, erstes Gummi raus. Das zweite Gummi ist auch raus. Jetzt merke ich gerade, die ganze Auspuffanlage hängt ja nur an den Gummis hier hinten bis nach vorne. Ich hänge mal jetzt erstmal wieder ein. Ist nämlich nicht ganz so gesund sonst. Und setze einmal ja, so ein Unterstellbock einmal unter das Rohr. So, ist alles auf jeden Fall fest. Gummi wieder raus. Jetzt gucken wir mal bei dem. Ich glaube, es könnte Sinn machen, den hier hinten erstmal abzuschneiden und dann versuchen, den Rest irgendwie da rauszubekommen. Also ich glaube, das ist jetzt auf jeden Fall die beste Lösung hier. Schön mit der Säge einfach. Und einfach mal das Stück hier wegsägen. Ich hänge mal aber vorher lieber noch mal den Auspuff hier hinten ein, damit das mir das Ding gleich auf den Kopf segelt. Und ich würde sagen, Feuer frei. Mal gucken, wie weit ich durch bin. Ja, weil ich muss natürlich aufpassen, dass ich hier nicht ja, ins Differential komme, beziehungsweise auch an die Antriebswelle. Jetzt muss ich mal schauen. Das wird auch nichts, glaube ich. Ich muss das ja irgendwie treffen, ey. Ich habe es ja da, ich könnte das ja dann sonst auch nochmal hier und dann das Reststück einfach wegschneiden, wegbiegen, das müsste eigentlich auch funktionieren. So, aber wir haben ein bisschen mehr Luft jetzt hier, ein bisschen mehr Platz zum Agieren auch. Jetzt können wir das alles ein bisschen noch hier zur Seite schieben. So, jetzt die Frage, ob das Sinn macht, mit der Säge jetzt noch einmal hier so einen Schlitz zu ziehen, um da, wo das Rohr halt zusammengedrückt wird, hier ist ja ein Spalt drin, dass wir hier genau einmal durchgehen, um halt das Rohr, ich gucke mal, wie weit das reingeht, okay, das geht schon ziemlich weit rein, dass wir es irgendwie dann auch vernünftig da rausbekommen. Alternativ könnte man natürlich auch hier irgendwie ein Loch reinbohren durch beide Seiten und dann mit dem Hebel versuchen, das ganze Gerät zu drehen. Das ist natürlich auch noch eine Option. Mal gucken, wie das hier aussieht, wenn wir hier so reingehen. Von unten kann ich nicht, weil mir die Höhe fehlt. Bohr jetzt hier einfach mal ein Loch rein und dann gucken wir mal, ob wir da mit dem Schraubendreher auch durchkommen. Okay, wie ich sehe, macht das alles irgendwo keinen Sinn.
Es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir schneiden den genau hier, weil der hat hier hinten eine Verjüngung, wo halt das kleinere Rohr vom Endtopf reingeschoben wird und hier anschlägt. Genau an dem Punkt werden wir einmal durchschneiden. Ich werde mir dann so eine lange Auspuffschelle besorgen und die dann stattdessen einsetzen, die das dann alles verbindet. Weil bis wir hier fertig sind, das bringt alles nichts. Deswegen sägen wir das hier jetzt alles ab. Und dann ist auch gut. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall noch gute 3-4 cm Überhang, bis wir an diese leichte Rundung kommen. Das sollte vollkommen reichen, um den neuen Auspuff halt zu montieren und die lange Schelle hier drüber zu schieben. Ich messe jetzt einmal aus, wie groß der Durchmesser hier ist, und dann besorge ich mir mal eben so eine schöne Schelle dafür. Ja Leute, ich habe mir einen Rohrverbinder besorgt und den werden wir jetzt montieren. Vorher müssen wir einmal das Rostige hier so ein bisschen anschleifen, weil dann kommt nämlich noch Auspuffpaste natürlich an die beiden Enden dran. Also vom neuen, vom alten Auspuff, damit das auch alles dann, am Ende auch dicht ist. Wie gesagt, ich schleife jetzt hier einmal kurz an. So, der grobe Rost ist runter. Und jetzt steht hier, man soll die Suppe großzügig an die beiden Flansche schmieren. Machen wir jetzt auch mal. Schön alles verteilen hier. Das soll ja auch alles vernünftig dicht sein danach. Jetzt fällt mir gerade auf, wir müssen die Schelle hier noch abmachen. Ohne die Paste zu verschmieren. Ist natürlich Profi. Richtiger Profi hier wieder am Werk. So, dann können wir den hier schon mal drüber schieben. So, jetzt müssen wir einmal den neuen Endschalldämpfer einhängen. So. Jetzt hängt er hier schon mal drin. Jetzt müssen wir ihn einmal noch hinten einhängen. Das heißt, hier wieder die Auspuffpaste. So, Auspuffpaste ist drauf. Jetzt schieben wir das mal gegeneinander und ziehen die Schelle hier drüber. Sauber. Das müsste alles passen. Ja, jetzt ziehen wir die ganze Geschichte einfach mal fest. Wenn der Kit hier rausläuft, dann muss er eigentlich dicht sein auch. Macht man natürlich alles nochmal irgendwie sauber. Ja, ich würde sagen, der Auspuff ist fest. Und dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Ja, das dazu. Schön, dass ihr da wart. Also wir haben jetzt heute den Luftfilter, also beide Luftfilter getauscht. Das ist ja ein Doppelvergaser, ist, hat der Lufteingänge, also zwei Luftfilter für jeden Vergaser ein. Wir haben den Nehmerzylinder getauscht, wir haben den Geberzylinder getauscht, haben das System entlüftet. Das heißt, wir kriegen jetzt auch die Gänge wieder rein, das habe ich euch ja gerade gezeigt. Zu guter Letzt haben wir den Endschalldämpfer ausgetauscht. Ich war auch so töricht zu glauben, dass ich einfach einen neuen Endschalldämpfer einbauen kann, ohne irgendwie was zu schneiden. War natürlich irgendwie total dämlich, der Gedanke. Wie gesagt, dann haben wir natürlich einen Rohrverbinder benutzt für sowas mit Auspuffpaste. Das ist an sich dann auch die beste Lösung für sowas. Im Endeffekt würde ich sagen, ist das Auto jetzt soweit fertig, was halt die Aufgaben anging, die ich jetzt hier machen durfte.
Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dabei seid. Schaut mir weiter zu, beobachtet meinen Kanal. Ich denke mal so, mindestens ein bis zweimal die Woche gibt es auf jeden Fall ein neues Video. Deswegen schaut mal regelmäßig rein, aktiviert die Glocke, abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.